Hallo, hier ist wieder eure Hanni und herzlich willkommen auf meinem Kanal in meiner gemütlichen, wunderschönen Beauty-Ecke, ne? Kerzchen auch wieder, ne? Ja, und zwar gibt es heute mal einen kleinen Deko-Haul. Ja, ich habe bei Nanunana bestellt im Sale und ich habe bei Kick bloß zwei Teile bestellt. Da war nichts im Sale, das ist, ja, das war nichts im Sale, aber bei Nanunana drei Teile und zwei waren im Sale, ne? Genau, und ich würde sagen, wir schießen dann gleich mal los. Ja, ich dachte, das ist mal was anderes wie immer in der Beauty, ne? Aber keine Sorge, da ist auch schon einiges unterwegs. Mich hat voll, ich muss wirklich sagen, bei mir hat es eskaliert. Aber dafür ist jetzt mein Kondent für Februar gedeckt, ne? Also im Februar wird es dann wieder ein bisschen Piano, ne? Und ja, und heute dachte ich so, jetzt kommt erstmal Deko dran. Alles andere gesellt wieder in den nächsten Tage. Oh, irgendwann, sorry. Sorry, Karton. Irgendwann, ne? Ja. Und ich zeig euch mal was. Nanunana. Ne, ihr habt schon auf dem Thumbnail bestimmt gelesen mit dem Kamin. Ich habe mir einen LED-Kamin bestellt und der ist nicht so groß, wie ich erst dachte. Also laut dem Nanunana-Karton. Guckt euch diesen Karton mal an. Ey, das ist der Wahnsinn. Das ist der pure Wahnsinn. Das füllt. Den Kann ich jetzt ganzen, so gucken, dass ich die nicht so. Das füllt den ganzen Bildschirm aus. Ihr könnt mich nicht mehr sehen, ne? Ich kann mich bald selber in den Karton verstecken, ja? Und als er ankam, dachte ich so, oh Gott, habe ich mir so einen großen Kamin bestellt? So groß war der doch gar nicht, laut meinem. Umziehen möchte. Habe ich schon mal einen Karton. Es ist nichts im Plan, um Gottes Willen, aber manchmal ist doof, ne? Wenn man dann doch mal umziehen möchte und da fange ich dann jetzt langsam an, schon mal so große Kartons unten in meinen Keller zu verfrachten. Und dann kann ich mir ja hier immer noch in den Seiten, mache ich mir dann selber so Löcher zum Reingreifen, denn, ne? Damit man das besser tragen kann rein. Habe ich schon mal bei einem anderen Karton auch gemacht, macht sich super. Und oder wenn meine Freundin umzieht und fragt, kann ich aushelfen? Ne? Also ich meine, da habe ich dann erstmal weiter. Weil ihr kennt das Problem, man will umziehen und merkt, ja, upsie, ich habe gar keine großen Umzugskartons. Ne? Und dann geht man nämlich erstmal auf die Suche. Also ich kenne das schon auch aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass man dann erst merkt, dass sowas halt fehlt. Aber ruhig schon, Alter, falls es mal so weit ist, weil man weiß ja nicht. Ne? Kann ja doch mal sein, dass irgendwann mein Traumprinz auf dem weißen Schimmel mal angeritten kommt in seinen engen Strumpfhosen mit Krönchen auf dem Kopf. War das ja immer ein Märchen. Geht schneller, wie man gucken kann, ne? Also, da lernt man jemanden kennen, man merkt, gut, das passt, man zieht zusammen, ne? Also, weiß man immer nicht, ne? Das kann alles ganz schnell gehen. So, ich würde sagen, wir fangen denn jetzt an. Erstmal mit Nanunana. Habt ihr schon auf dem Thumbnail gesehen, ne? So langsam können wir ja, wie gesagt, über Ostern nachdenken, ist ja bald soweit. Und bei Nanunana habe ich bestellt im Sale einmal dieses Rosenblüten Paioma Duftmanufaktur 100 ml Raumduft. Schon die Verpackung sieht mega aus. Da gibt es noch andere Raumdüfte. Das war im Sale. Was es gekostet hat, blende ich euch mal hier ein, ne? Und wenn euch das gefällt, findet ihr direkt dazu einen Link unten in der Infobox. Da kommt ihr direkt auf das Produkt dann rauf. Ne? Soll so nach Rosenblüten riechen. Schon die Verpackung sieht mega aus, oder? Ist richtig eine Glasvase hier drin. Ich mache das mal auf und dann schnuppern. Dann nehme ich gleich mal dran. Ich habe das noch nicht, ich bin noch nicht dazu gekommen, Leute. Weil das kommt hier nämlich ab Frühjahr in meine YouTube-Beauty-Ecke. Das will ich denn hier so hinstellen, ne? Genau. Dann sieht das dann immer gleich so alles ein bisschen floraler aus, ne? Okay, dann schnuppern wir mal dran. Weil das ist auch in so einem Glasding drin hier. Okay. Genau, Rosenblüten steht oben, ne? Wie viel haben wir denn drin? 100 Milliliter. Also, muss schon sagen, das ist reichlich, ne? Ich bin, oh, das riecht richtig gut. Oh, ich liebe ja Rosenblütenduft. Oh, der Nadel angedutscht. Riecht auch wie so ein Rosenblütenlikör, also denkt wohl ja bloß ans Saufen, oder? So, und ja, cool. Ne? Und ich stelle euch das mal hier hinten hin. Vielleicht pack's gleich wieder ein. Ich hole mal das jetzt hier raus. Und dann kann man das nämlich hier so reinkippen, ne? Das hier ist aus Plastik, ne?
Ja, das sieht ja zwar nicht aus wie ein Rosenstängelchen, aber ist egal. Ich finde es trotzdem schick, muss ich mal sagen. Und hier Holzstäbe, damit es den Duft aufzieht. Wir kennen das alle. Das ist wirklich Plaste, das Ding. Okay, dann kann ich das rein. Ja, passt das alles hier rein? Das passt gar nicht, glaube ich, alles hier rein. Okay, naja, ne? Werden wir sehen. Ja, auf jeden Fall kommt das hier mit in die Ecke, denn im Frühjahr, ab Mitte März, ist ja Frühlingsanfang und dann kann man ja auch schon auch so, ich schmeiß mal, und dann kann man ja auch schon mal so langsam auch schon denn schon die Osterdeko hinstellen, ne? Ab Mitte Frühjahr, wenn hier schon Frühlingsanfang ist, ja, kommen wir auch, nee, noch nicht, das gehört ja nicht mehr zu, na, na, na. Die Hanni wieder. Ich bin aufgeregt, aufgeregt, aufgeregt. Dann kommen wir zu was, Leute. Ja, jetzt kommen wir zu dem, was auch im Sale war. Ich habe jetzt einen Kamin. Guck mal, ist der nicht schön? Der ist wirklich. Ja, und ich sage ja, das war denn in dem Karton drinne, ne? Und der Karton ist nicht ganz so groß wie der Karton, wo es mir geschickt worden ist. Also der Karton hätte auch ein bisschen kleiner sein können, Leute. Ja, deswegen, so groß ist der ja nicht. Und der funktioniert entweder mit Kabel oder mit Batterien, ne? Genau. Und da hat man drei Schalter, einmal On, Off und Timer. Der funktioniert mit Timer. Ja, habe ich vorhin erst gelesen. Das war mir neu, weil der stand ja nur schon. Ich hatte den nur schon angehabt. Das kann man hier vorne auch nicht aufmachen. Das ist wirklich alles nur Attrappe, Leute, ne? Also das ist, ja. Ich hänge dann mal zum Schluss ein Video ran, wie es aussieht, wenn der flackert, wenn der leuchtet. Ne? Ganz zum Schluss, könnt ihr euch das mal angucken. Ich feiere das total, ich finde das mega. Wird natürlich nicht heiß, ist ganz klar. Ist alles mit LED. Und wie gesagt, es funktioniert mit Timer. Und zwar kann man das einstellen, entweder On, Off oder Timer. Ich habe das jetzt mal so auf den Timer gestellt. Könnt ihr das sehen? Ne? Und der soll nach 6 Stunden von alleine ausgehen, wenn man das auf Timer stellt. Und soll nach 18 Stunden wieder von alleine angehen. Schon geil, oder? Ich muss das mal unbedingt mal austesten, ob das auch mit Kabel funktioniert oder nur mit Batterie. Ich weiß das gar nicht so genau, Leute. Ich kenne mich mit sowas nicht aus. Das ist mein erstes Produkt, was ich so in dem Fall so habe. Ne? Genau. Und ja, den gab es im Sale, wenn ich euch mal immer so gekostet hat. Und den Link dazu, wenn jetzt jemand sagt, finde ich auch total cool. Ja, kann ja sein. Unten in der Infobox und dann kommt ihr direkt auf den Kamin. Da braucht ihr nicht lange suchen. Ne? Genau, weil ich habe gerade mal geguckt, den gibt es noch. Wenn ich das Video hochlade, naja, werden wir sehen, ob es es da noch gibt. Ne? Weiß man ja nicht. Ich muss mal gucken, wann ich das Video hochladen werde. Ja, gut, dann habe ich mir noch was bei Nanunana geshoppt. Das war nicht im Sale, aber das war trotzdem preisgünstig. Blende ich euch mal ein, was es gekostet hat. Dieses süße kleine Teelichtchen. Ja. Dieses süße kleine Teelichtchen. Ist das nicht niedlich? Hatte ich mir ein bisschen größer vorgestellt. Ich habe auch schon mal geguckt, ob denn hier auch so ein Teelicht reinpasst. Gerade so. Ich dachte, das wäre ein bisschen größer. Gab es auch in verschiedenen Farben? Ich habe mich für so eine Frühlingsfarbe hier entschieden, ne? Für meine Deko-Ecke, also hier denn so. Genau. Und ja, fand ich niedlich. Boah, überlegt, man hätte auch zwei bestellen können oder noch eine andere Farbe. Aber da reicht zu hier, ne? Das kleine Teelichtchen. Finde ich schön. Das gefällt mir ganz gut. Das ist halt auch Glas. Das hier oben ist ein ganz Blech. Naja, Blech weiß ich jetzt auch nicht. Will ich jetzt auch nicht sagen. Steht ja nirgendwo oben. Ja. Ne? Ja. Gut. Das war mein Nanunana-Haul. Mehr habe ich nicht. Weil wenn man nicht mehr shoppen fahren kann, ne, weil unser Nanunana ist weiter wie 15 Kilometer, muss man halt auch mal ein bisschen was bestellen. Jetzt kommen wir zu Kick. Habe ich nur Deko bestellt, keine Klamotten. Da war aber nichts im Sale im Kick. Nee, leider nicht. Und weil das habe ich in unserem Kick mal gesehen und habe das so bereut und dachte so, warum habe ich mir das eigentlich nicht mitgenommen? Ich wollte ja schon immer mal so ein Spiegeltablett haben. Seht ihr, ne? Mit dem Spiegel hier so drinne. Ja, so, ne? Das wollte ich schon immer mal haben. Und dann habt ihr hier so Steinchen, weil es geht ja darum, wenn ich so Produkte euch präsentiere für Thumbnail, dann kann ich das immer richtig schön hier oben. Oder wenn ich so aufgebraucht kleine Sachen habe
von den Adventskalendern oder so, was ich ja eigentlich auch noch drehen wollte, was ja auch noch ein bisschen was kommen wollte. Von Alverde und Isana wollte ich mal ein bisschen mein Resümee dazu abgeben, wie ich die Produkte fand. Mal gucken, ob ich das, wenn ich das mal mache. Also wie ich mich schon mit 10.000 Lidschattenpaletten da mal ein Schminki drehen wollte. Wird schon noch, aber ich habe ja auch schon wieder neue bestellt, also von daher. Auf jeden Fall, ja, und das ist hier unten mit so einer Beschichtung, ne? Ach, seht ihr, da ist sogar noch der Preis dran. Wie gesagt, ich blende es euch trotzdem mal ein. Und ja, die Steine sind locker drin. Zeige ich euch mal, ne? Hier, also die sind bloß so. Ich hätte gerne auch ein, ich hätte das gerne in Gold gehabt, weil ich mag ja mehr Gold, aber in Gold hatten sie es nicht. Und da dachte ich so, ja, mein komm, bestell erstmal das Silberne. Irgendwo wirst du mal auch ein Goldenes finden und dann kann ich mal wechseln. Dann kann ich mal Gold nehmen und dann kann ich mal Silber nehmen, ne? Ja, ich fand das schick, das wollte ich schon mal haben. Allerdings, Leute, ich habe vorhin überlegt, könnt euch das denken, ne? Wo stelle ich das hin? Das ist jetzt die Frage. Ich weiß es noch nicht, wo ich sie die ganze Zeit hinstelle, weil es ist ja kein Tablett, was man unbedingt verstecken kann. Ne? Das kann man ja schon sehr offensichtlich irgendwo hinstellen. Aber wo? Aber wo? Hätte ich schon mein größeres Regal hier hinten? Wann das mal wird, ich weiß es auch noch nicht, wenn hier Lockdown und so ist. Ne? Und naja, schauen wir mal. Naja, mal gucken. Ich werde schon irgendwo mal ein Plätzchen finden. So. Und, Link packe ich euch auch unten in die Infobox, wenn es das noch gibt in den Online-Shop. Ne? Wenn die Produkte, wenn ihr die, wenn da unten keine Links mehr existieren von den Produkten, dann gibt es dieses Produkt nicht mehr. Ne? Und die es noch gibt, findet ihr einen Link. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Ich habe was ganz Schnuckliges entdeckt. Für andere mag es hässlich sein. Es steht nicht jeder drauf. Ich meine, wer mich schon länger verfolgt, weiß, die Hani liebt Kitsch. Ich bin totaler Kitsch-Fan. Ist bestimmt auch noch keinem aufgefallen in meinem Hintergrund, oder? Ich glaube nicht. Ne? Das ist ja, ich glaube, nicht zu übersehen. Ich liebe es total. Also, sorry, Leute. Und da habe ich mir zu Ostern ein Deko-Hase. Guck mal. Den fand ich süß. Es ist Billo-mäßig verarbeitet. Der sieht man hier, ich zeige euch das mal. Ihr seht ja die Feen vom Kleber. Hier oben aus den Ohren kommt schon ein Stück Draht raus, weil du kannst die oben so verstellen. Die Ohren, die oben. Die Ohren so verstellen, ne? Kannst du so machen. Zack. Und dann kommt hier schon, zeige ich euch mal hier das Draht raus. Aber Leute, ihr habt ja gesehen, hier sieht man den Kleber, den sieht man überall, ne? Ihr habt ja gesehen, hier habe ich ja eingeblendet, was er kostet für den Preis. Meine Güte, ist halt nun mal so. Ja, natürlich Made in China. Ne, ist halt nun mal Kick Teddy Action, ist halt nun mal so, genau. Ne, ja. Aber ich fand die so süß. Das ist wirklich schön weich und kuschelig und puschelig und das hier ist aus Feder. Und dann kannst du hier, dann hat sie hier so ein Blumenkettchen. Musst du unbedingt mit auf so ein Holz hier raufgeklebt, das ist so ein Holzstämmchen hier. Ich musste das haben. So, für den Preis sowieso. Und das kommt dann zusammen. Ich zeige euch das mal. Ne, denn ab im Frühjahr so, denn über Ostern kommt ja der Hase weg. Aber so, ne, und dann stelle ich das zusammen. Muss ich mir noch ein bisschen besser entrapieren. Die Schneedecke kommt ja dann auch weg, dann steht es besser. Und zusammen denn hier mit dem, ne, kommt es denn hier so denn in meine Ecke. Ne? Genau, und dann sieht es so ein bisschen frühlingshaft und österlichhaft aus, weil ich finde, der sieht halt sehr mädchenhaft aus. Und das ist mein kleiner Beauty-Hase. Ja, ist mein kleiner Beauty-Hase. Ne? Der gehört in die YouTube. In die Beauty-YouTube-Ecke. Ne? Ja, weil er sieht halt selber so aus, wie so eine kleine Beauty-Queen. So, gut. Und ja. Meine Osterdeko ist aus dem Douglas, die ich sonst stehen habe. Und die habe ich schon seit Jahren. Ja, wirklich. Bei Douglas gab es eine Osterdeko, die hat mir so gut gefallen. Und die habe ich seit Jahren schon stehen. Außer eins ist schon kaputt gegangen. Da ist mir mal der Karton runtergefallen. So was passiert bei Hani öfters mal, ne? Ja. So, ihr Lieben, das war's. Das war mein Kick. Und Nanu, Nana, haue.
bisschen Sale dabei. Dekomäßig, wenn euch irgendwas gefällt, Links findet ihr da unten in der Infobox, ne? Wenn ihr da was davon auch bestellen wollt oder auch nicht. Ja. Es gefällt halt nun mal nicht jedem so ganze Kitschzeug, auf was ich so stehe. Ja, ihr Lieben, das war's von mir. Das war mein kleiner, aber feiner Deko-Haul. Hat dir dieses Video gefallen? Lass mir sehr gerne ein Dümmchen nach oben geben. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und Liebe da lassen, ja. Und zum Schluss blende ich dir hier ein, meinen Kanal, den du völlig kostenlos abonnieren darfst, wenn du das möchtest. Genau, denn meine Playlist von den ganzen anderen Hauls, die ich bis jetzt so gemacht habe, alle möglichen, da ist alles Mögliche drin. Action, Rossmann, DM und wir sehen nicht noch was für Hauls. Meinen aktuellsten Upload und irgendein Video wirst du hier auch sehen. Ne? Und ich denke mal, ihr werdet dann gleich sehen, wie das Kaminfeuer in meinem kleinen Kamin flackert. Genau, das wird dann hier am Ende rangehangen. Ne? Und ich würde sagen, das war's von mir. Tschüssi, macht's gut, eure Hanni.